Darf ich Sie kleine Umbau, ne? Und oder kommt das noch zur Seite? Das, nee, das bleibt. Okay, dann müssen wir nur Felix Kosok vom DDC und Bettina Knote genau, vom Bettina DDC. Bettina Knote hatte ich vergessen vorzustellen. Das ist natürlich meine Vorstandskollegin. Wir versuchen vielleicht die Designperspektive erstmal noch zu vertreten, aber wir öffnen bestimmt die Diskussion auch dann noch zum Publikum hin, dass ihr jetzt auch schon aktiv mitgewirkt habt. Ja, ich möchte noch mal ganz herzlich die Gäste begrüßen und aufs Podium einladen. Meron Mendel von der Bildungsstätte Anne Frank, Deborah Düring von den Grünen, Freie Platzwahl im Grunde. Nicole Deitelhoff von der SFK und Armand Zorn von der SPD. Freie Platzwahl, ich würd mich so flankierend hier hinsetzen und vielleicht, genau, ja. Also wir können ja auch vielleicht, genau, mit den Mikrofonen und Stühlen uns kurz sortieren. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir haben damit nämlich die Perspektivenvielfalt. Wir haben gerade geendet mit der Perspektive Studierende, Lehrende und Professionelle. Und hier erweitern wir dieses Feld der Perspektiven nochmal. Ich fürchte, es ist leider, ich hoffe, es geht für Sie vom Licht her, weil es ist leider nicht, bitte? Oder? Kann man das ausmachen dann? Ist okay, es wäre kein Problem. Aber so ist es, glaube ich, besser. Ne? Da ist das Licht nicht so intensiv. Ja, dann stellen wir das doch rüber. Das mache ich. Ach, das ist schwer. Wir können es doch teilen. Wir teilen. Okay. Ja, okay, dann so. Okay, also wir sind sortiert und starten und ich würde ganz gerne so eine kleine erste Runde machen. Auch natürlich wollen wir Sie ein bisschen kennenlernen, wie Sie zum Thema Design stehen, beziehungsweise welche Beziehung Sie selbst zum Thema Design haben und vielleicht auch verbunden mit einem Gedanken, den Sie hatten, als Sie die Einladung bekommen haben, Design for Democracy. Vielleicht gab es ja da auch irgendeine erste Resonanz, vielleicht eine überraschende Emotion oder was es auch immer war. Und vielleicht starten wir gerade hier vorne genau, dann können Sie mal kurz berichten, Design, was bedeutet das für Sie und was hat das ausgelöst, Design for Democracy, als Sie es gehört haben? Ja, ich habe mich sehr gefreut auf die Einladung und tatsächlich, für mich ist erstmal Design so eine familiäre Sache. Mein Bruder ist Designer, mein Schwiegerbruder ist auch Designer und das ist oft so ein Thema bei uns zu Hause, obwohl ich gebe zu, da ich in dem Bereich kein Talent habe. Weil, also die Verbindung zu Demokratie fand ich, oder demokratische also Überlegung über unsere Demokratie und Design hat mich positiv überrascht. Das ist oft sozusagen wird für mich so der Design gerade so in der kapitalistische Marktwirtschaftslogik funktioniert und dass sozusagen der Design für eine, also aktiv für eine bessere Gesellschaft zu machen, finde ich ein sehr wichtiger und innovativer Ansatz. Mhm. Deswegen bin ich auch heute hier. Ja, vielen Dank für den ersten Ansatz zum Thema. So rum, ja. Ja, ich glaube, das erste Mal mit Design in Kontakt gekommen bin ich und ich habe gehört, ihr habt gestern auch was von Mehr als Wählen gehört und genau, Felix kenne ich auch daher, dass er den Bus mitdesignt hat. Ich glaube, es war das erste Mal, dass ich mir so aktiv Gedanken gemacht habe über Design und Demokratie und natürlich, jetzt probiert man immer viel, sich auch damit zu beschäftigen, wie kann man politische Kommunikation überhaupt auch rüberbringen. Ihr hattet die Frage von Filterbubbeln, genau, ich glaube, da kann man nochmal drüber diskutieren, ob das überhaupt möglich ist, aber ich glaube, das ist gerade auf jeden Fall eine große Frage, weil ich auch zu einer Generation von Politikerinnen gehöre, die vielleicht bricht mit dem klassischen Bild von Politikerinnen, die bricht mit so einer eher veralteten Struktur, die ja probiert, auch politische Kommunikation über soziale Medien auch irgendwie anders zu machen und eben anders auch in Gesellschaft hineinzuwirken. Und deswegen fand ich es auch mega spannend, all euren Input heute mitzubekommen. Ja, da sind wir natürlich auch auf das, was genau spannend war, dann noch daran interessiert. Aber gehen wir mal weiter zu Nicole Deitelhoff. Wie ist
deine Beziehung zu Design und zu diesem Thema hier? Also ich glaube tatsächlich, oder aus meiner Sicht spielt Designgestaltung eine ganz wesentliche Rolle für politische Partizipation oder überhaupt für politische Prozesse. Also wir jetzt als Politikwissenschaftlerin bin ich darauf gepolt, alles irgendwie institutionell zu gestalten, also zu überlegen, wie lässt sich am effektivsten sozusagen zum Beispiel eine Wahlentscheidung zustande bringen. Aber durch meine Arbeit, die sich eben ganz viel mit Streit und Streitkultur beschäftigt, ist mir eben immer deutlicher geworden, wie wichtig es ist, das nicht nur in effektiven institutionellen Mechanismen zu denken, sondern tatsächlich auch zu fragen, wie lässt sich das eigentlich gestalten im Sinne von, wie schaffe ich es, Menschen einzuladen, ja, an solchen Prozessen teilzunehmen, wie schaffe ich es ihnen zu vermitteln, was diese Prozesse eigentlich sollen, Freude daran zu haben und dadurch eben sozusagen selbstdemokratisch tätig zu werden. Heißt das, dein Zugang zu Design ist eigentlich durch die berufliche Auseinandersetzung mit politischen Prozessen eher entstanden? Oder, ja? Also ich meine, ich schätze Design einfach sehr, klar. Ganz grundsätzlich. Viele Menschen, genau. Ja, ja. Aber tatsächlich ist mein Weg zum Design oder warum ich auch ganz neugierig auf heute war, ist einer, der durch meinen Beruf kommt. Also ich interessiere mich dafür, wie das, was ich weiß, sagen, ich nach draußen bringen kann, und dafür spielt einfach nur Design eine unheimlich zentrale Rolle. Oder etwas, was mich enorm stört, was mich umtreibt, ist, wie zum Beispiel öffentlicher Raum gestaltet werden könnte, wie öffentliche Räume wieder möbliert werden könnten, um tatsächlich Menschen dazu zu bringen, nicht nur durch sie durchzuschreiten, sondern darin zu verweilen und wieder miteinander in Aktion zu treten, was einfach meines Erachtens nach ein massives Problem ist. Und darüber mit Designern nachzudenken, wie könnte man das anstellen, was weiß ich, was wissen Sie und wie könnten wir das zusammenbringen, ist einfach für mich ein ganz spannendes Projekt. Ja, steigen wir bestimmt auch gleich noch ein, weil das ist ja so ein bisschen was, was hier auch an der Wand hängt, was damit so ein bisschen angeregt wurde. Das Produkt ist das eine, aber das System und die Zusammenhänge das andere. Also da kommen wir gleich noch drauf. Jetzt sind wir gespannt, Armand Zorn, was ist deine Beziehung zu Design und zum Thema? Erstmal vielen Dank für die Einladung. Das ist eine willkommene Abwechslung. Diese Woche waren Debbie und ich. Das hören wir natürlich gerne. Wir waren gerade in Berlin und hatten Haushaltsdebatte. Auch ein demokratisches Prozess, natürlich Königsrecht des Parlaments, aber so viel Input heute zu bekommen, ist dann doch was anderes und auch eine herzlich willkommene Abwechslung. Meine ersten Berührungspunkte mit Design habe ich aus meinem professionellen Leben. Ich habe jahrelang als Unternehmensberater gearbeitet, wo ich meine Kunden immer dahin beraten habe, dass wir die Projektteams möglichst divers bestellen sollten, divers im Hinblick auf die Fähigkeiten, die die Beraterinnen und Berater mitbringen. Wir haben ein sogenanntes BXT-Modell angewendet, wo wir sagen, wir brauchen eine Person aus dem Bereich Business, eine Person aus dem Bereich Experience Consulting und eine Person aus dem Bereich Technology Consulting. Und was ich immer wieder wahrgenommen habe, ist, dass die Kunden, die Unternehmen sagen, ja, den Business-Expert, den brauchen wir, den Technology-Expert, den brauchen wir auch, aber brauchen wir wirklich den Creative? Ne? Und wenn man sich auch mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzt, dann kriegt man schon mit, dass vieles durch Design auch gestaltet wird, bewusst oder unbewusst. Und so habe ich mich auch zeitweise mit dem Thema ein bisschen mehr beschäftigt. Können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Ja, spannend. Ja, jetzt haben wir natürlich die Welt des Designs noch mit dem DDC vertreten, mit Bettina und mit Felix. Wie seid ihr zum Design gekommen und ist das Thema erstmal fremd gewesen, Design for Democracy? Gab es da auch eher einen Annäherungsprozess oder lag das für euch total auf der Hand, erstmal für dich, Bettina, total auf der Hand? Ja, also für uns ist es ja so, dass wir uns schon seit einer Weile damit beschäftigen, als DDC den Designbegriff zu erweitern. Also was ist eigentlich Design, was ist Gestaltung und was gestalten wir eigentlich? Gestalten wir nur Oberflächen, Möbel, gestalten wir aber auch Prozesse und oder wie heute gestalten wir einen Diskurs. Mhm. Und an der Stelle wird es dann halt besonders interessant, wenn diese beiden Themen zusammenkommen. Und wir haben uns als DDC auch ein Jahresmotto gesetzt und in diesem Jahr heißt es Demokratie. Das ist unser Jahresthema und wir setzen uns genau damit eben auseinander und bringen diese beiden Dinge zusammen. Und auf den ersten Blick war es inspirierend, aber auch irritierend. Und das ist ja auch diese Dialektik, die, die so ein Thema dann spannend macht und auch möglich macht, dass da ganz andere Ergebnisse rauskommen, als sie vielleicht vordergründig erstmal vorhanden sind. Ja, aber Felix, also es ist auch so ein Prozess der Sensibilisierung und des Bewusstmachens, wo Design
überall eigentlich wirklich eine entscheidende Rolle spielt. Also egal welches Wahlplakat oder welches, wenn ich einen politischen Diskurs habe, wir haben ja bei den Postern auch ganz und Fake News oder sowas und will es versuchen, in einem Bild, in einem Design zu vermitteln, was das bedeutet. Das ist ja schon ein Sensibilisierungsprozess, aber vielleicht kannst du sagen, wie es bei dir entstanden ist, das alles? Also die Hinführung zu Design kann ich hier kurz berichten aus meinem Leben. Wurde ich immer sehr von starken Frauenpersönlichkeiten geprägt und meine Kunstlehrerin hat gesagt, probier das doch mal aus, das wäre was für dich. So bin ich zum Design gekommen dann irgendwie. Aber genau, ich glaube, das ist gar nicht so das Interessante hier, sondern eher das Thema Design und Demokratie. Tatsächlich eben dieser Gedanke, und das erlebe ich immer, wenn man diese zwei großen Begriffe nebeneinander stellt, dass dann alle auch immer, also das ist auch berechtigterweise, in die große Dimension denken, in systemische Denken, in riesige Prozesse denken, aber sich auch davon leicht überfordern lassen, überrollen lassen, wenn man mit Designerinnen und Designern spricht. Und mein Ansatz ist immer auch in diesen ganz kleinen Dingen, also wirklich in einem gestalteten Stuhl entdecken zu können, dass im Design an sich eine politische Dimension drin steckt, weil eben Design unsere Lebenswelt ausgestaltet. Und wenn wir unsere Lebenswelt gestalten, heißt es gleichzeitig aber auch, dass wir sie immer anders gestalten könnten, als sie gerade ist. Und da steckt so ein Funken oder so ein erster Ansatz für eine Politik im Design drin, die, glaube ich, allen Designerinnen und Designern noch gar nicht so richtig bewusst ist, was das bedeutet, jedes Mal wieder neu definieren zu können, was Sitzen heißt oder was Zusammenkommen heißt oder was Demokratie heißt, weil auch Demokratie am Ende in konkreten Dingen materialisiert werden muss. Ja, und damit haben eigentlich alle so ein bisschen was angesprochen, was so in Lernen reingeht. Ne? Also so Lernprozesse, wir haben ja viel über Ausbildung, über Bildung gesprochen und vielleicht fangen wir mal mit diesem Thema an. Also Ausbildung, das war ja jetzt im Grunde unser letzter Aufschlag, wo ein leichtes Raunen durch die Menge ging bei dem Thema, das Beamtentum abzuschaffen. Verstehst du gar nicht? Ja, vielleicht steigen wir mal da ein, auch so mit der Resonanz, was da entstanden ist. So in diesem Kontext Bildung, Ausbildung, Lernen, also dieses Demokratie als Überbegriff für einen kreativen Ansatz. Und jetzt den, muss ich auch. Ja, aber ja, ich habe gedacht. Pech gehabt. Nee, ne, weil das waren ja schon einige Sätze, ja, die da formuliert wurden. Wie ist ich sage jetzt nichts über meinen Beamtenstatus. es war ja, ich meine, gerade diese Punkte, also ich meine, ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll. Man kann natürlich, glaube ich, ganz, ganz viel in der Ausbildung verändern. Wir müssen auch immer wieder an die Ausbildung rangehen. Ich kenne mich aber gar nicht genug damit aus, wie genau die Praxis der Ausbildung für Design und Gestaltung ist. Das muss man eben dazu sagen. Ich kann sagen, wie es in den Sozialwissenschaften aussieht. Und da muss sicherlich auch viel getan werden. Aber ein Punkt, an dem ich ganz nervös werde, ist, wenn ich höre, demokratische Auswahl von Lehrenden. Weil ich glaube, dass das wirklich keine gute Idee ist. Weswegen ich auch zum Beispiel nicht finde, dass der Begriff demokratisches Design gut gewählt wäre, sondern es tatsächlich um Design für Demokratie geht. Es geht eben darum, Ideen, Kreativität zu entfesseln und dann in Bahn zu lenken. Und das ist etwas, wofür die Demokratie, also als Mittel, nicht unbedingt geeignet ist. Die Demokratie bietet dafür einen tollen Raum. Und das soll sie auch. Sie soll Kreativität entfesseln. Sie soll diese Freiheiten geben. Aber sie selber ist nicht gut darin, sozusagen zu entscheiden, welche Idee denn die kreativste ist. Das ist einfach nicht, wofür sie gedacht ist. Mit der Auswahl von Lehrenden, das gibt es übrigens in allen Fächern, wird überall immer wieder gern gefordert, aber es führt halt dazu, dass wir so ein bisschen aus der Hand verlieren, welche Kriterien sind eigentlich entscheidend dafür. Also welche Kriterien sollen denn Lehrende erfüllen, die wir dann wählen? Wenn wir das demokratisch bestimmen lassen, dann kommt es eben schnell dazu, dass die Oberfläche ausgewählt wird. Also sozusagen die Verniedlichung des Designs zum Aufhübschen. Genauso passiert es dann auch ganz gerne bei der Auswahl von Lehrenden. Da gucken wir dann auch nur noch auf die Oberfläche. Können die besonders toll reden? Machen die besonders irgendwie viel Schnickschnack in ihren Vorlesungen und so weiter? Oder nehmen die jeden Studierenden an, egal, sozusagen, wenn man so ganz banal sagen darf, welche Noten der mitbringt und ziehen den einfach durch und sorgen dafür, dass er durchkommt? Das ist es, glaube ich, nicht. Was wir wirklich brauchen in einer Reform der Ausbildung. Ja, heißt ja auch, dass es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, wie die
die Wege da genau sein müssen oder was man genau damit erreichen möchte und wie das dann gelingen kann. Also ich denke, das war jetzt ja ein erstes Ergebnis, was für eine Magst du? Also auch dann, ich versuche es dann auch auf die Ausbildung zu beziehen, aber tatsächlich nochmal, nur weil ich es immer wieder ansprechen muss, was ist eigentlich der Unterschied zwischen demokratischem Design und Design für die Demokratie, finde ich schon aber interessant, nochmal darauf hinzuweisen, dass das tatsächlich was ist, wo wir auch hier in diesen zwei Tagen gelebter Demokratie tatsächlich oft darüber diskutiert haben, weil ich glaube, das ist auch ein Problem in dieser Formulierung, selbst bei Design für die Demokratie, dass wir noch gar nicht genau immer ausdefiniert haben, was bedeutet eigentlich Demokratie dann. Weil ganz oft wird dann gedacht, demokratisches Design heißt partizipative Prozesse und alle dürfen mitgestalten. Aber ich denke, also auch beim Design für Demokratie denke ich daran, und das ist dann ein wesentlicher Teil einer Designausbildung, dass es in der Demokratie auch sowas wie eine gelebte Kultur der Freiheit geht. Und gelebte Kultur der Freiheit heißt nicht, dass alle immer gleich behandelt werden müssen und alle mitbestimmen dürfen, sondern da ist auch Teil davon eben Exzellenz und Herausragendes und besondere Gestaltung. Und ich glaube, das ist ein wesentliches Element für die Designausbildung, wäre dann da auch nochmal zu differenzieren und zu sehen, besonderes Design ist genauso wichtig in der Demokratie wie Design für alle. Mhm. Ja, ich glaube, was jetzt hier vielleicht auch nochmal ganz spannend wäre zu differenzieren, ist ja, wie ist das politisch gesehen, Demokratie, also es steht ja hier auch als Frage, welche Prozesse sind für Politik eigentlich gut gestaltete Prozesse, und im Bildungsbereich zum Beispiel oder im Bildungsauftrag, Bildungspolitik, ist es vielleicht ja wieder ein bisschen anders. Und damit ja vielleicht auch die Herausforderung, sich immer wieder neu damit zu beschäftigen und diese Reflexion quasi einzubauen, auch in die Frage, Prozesse zu kreieren. Ich würde jetzt gerne mal Amor oder auch Deborah fragen, was so da, ne? Also es gibt ja vielleicht Dinge, die ihr vorgefunden habt, als ihr angefangen habt, Politik zu machen, und Dinge, wo ihr sagen würdet, nee, das muss man doch ganz anders gestalten. Also jetzt offen gefragt wirklich, so was ihr da erlebt. Und gerade das ist ja was natürlich auch, wie ist die Designwelt da auch anschlussfähig an diese, das ist ja ein sehr weites Feld, Politik, wenn man es jetzt so, deswegen glaube ich, ist es immer gut, wenn man es persönlich macht. Ja. Vielleicht einer fängt mal an. Ich kann gerne anfangen und Debbie, du ergänzt es dann oder du machst andere Punkte. Ich glaube, das ist auch ein Bereich, das ist eine Box der Pandora, die wir aufmachen müssen. Und ich habe heute eine Menge gelernt und bin auch dankbar dafür. Was mir jetzt ein bisschen so fehlt, ist ein Weg oder eine Methode, wie wir dahin kommen. Was wir aber feststellen können, und ich glaube, da sind wir uns fast alle einig, ist, dass die politischen Prozesse nicht mehr zeitgemäß sind. Ich glaube, das kann man so sagen. Mhm. Ob es um die parteipolitische Prozesse geht, also wie sich junge Menschen oder auch ältere Menschen in politische Parteien beteiligen können, wie sie aus Ideen, Meinungen konkrete Forderungen machen können und dann daraus tatsächlich konkrete Politik wird. Da glaube ich, dass wir über alle Parteien hinweg defekte oder nicht funktionierende Prozesse haben. Und da fände ich es sehr spannend, mal von externen einen Blick drauf zu haben, und auch da mal einen Input zu haben oder zumindest diese Prozesse gemeinsam zu entwickeln. Ich glaube, das wäre wichtig. Ich würde euch diese Prozesse nicht einfach übergeben wollen, weil ich glaube, dass man, und ich bin jemand, der gerne in interdisziplinäre und auch multikulturelle Teams arbeitet. Ja, ich glaube, dass ihr das alleine nicht hinkriegt. Mhm. Ihr kriegt es aber auch selbst nicht hin. Ja, na, aber das ist ein ganz guter Hinweis. Und wenn man hier auf diese Dinger, auf diese Aufstellerchen schaut, da haben wir hier sowas wie interdisziplinär oder neue Arbeitsmodelle, Netzwerken und Kompetenzen. Und diese Frage, wie diese Kompetenzen in Netzwerken aber an der richtigen Stelle aktiviert werden, um wirklich einen kreativen Prozess oder ein Lernen auch miteinander, wir haben ja gehört, Lernen und Lehren sozusagen einzuladen, das herauszuarbeiten oder vielleicht auch miteinander zu erfahren und zu reflektieren. Vielleicht ist das tatsächlich so ein Ansatz für diesen Weg, den du gerade gesagt hast, der noch zu finden ist. Wenn ich nochmal vielleicht zwei kurze Sachen ergänzen darf, um das mal abzuschließen. Und da habe ich jetzt nur über politische Prozesse innerhalb der Parteien gesprochen. Und ich glaube, da gibt es zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite gehört es dazu, dass die politischen Parteien sich öffnen und tatsächlich auch bewusst darüber nachdenken, wie können wir andere Zielgruppen anziehen und auch in diesem Meinungsbildungsprozess beteiligen. Das ist das eine. Das andere gehört aber auch dazu, dass mehr Menschen das Bedürfnis haben oder den Wille haben, sich dort auch einzusetzen. Das gehört auch dazu. Deswegen spiele ich euch sehr gerne den Ball zurück und sage, das ist schön und gut, aber wir brauchen euch auch nochmal im politischen Prozess. Und das ist halt nun mal so in Deutschland, dass Parteien in einer Parteiendemokratie eine besondere Rolle spielen. Das ist nicht der einzige Weg, aber das ist einer der Wege, um sich politisch zu engagieren. Mhm.
Aber jetzt erstmal Deborah, dann gucken wir nochmal da. Mhm. Genau, ich glaube, ich würde auch probieren, vielleicht die Debatte, die wir davor hatten, mit der, die wir jetzt haben, zusammenzudenken. Und ich glaube, Grundelement ist, was ist überhaupt, also was ist Demokratie, aber was ist auch Politik? Und ich glaube, wir haben immer noch ein Politikverständnis, was sehr in Parteipolitik, in parteipolitischen Prozessen verankert ist oder sich darin aufhält. Und ich glaube, wenn wir, also ich glaube, der erste Schritt ist, dass alle Menschen, also dass wir verstehen, dass Politik so viel mehr ist. Also Politik ist, am Küchentisch zu sitzen und zu debattieren. Politik ist, einen Graffiti zu machen. Politik ist, Musik ist politisch, je nachdem, welche Musik ich höre. Und ich glaube, wenn wir das als Politikverständnis haben, dann verstehen sich Menschen auch eher als ein Subjekt, das auch politische Prozesse gestalten kann und damit eben auch verändern kann. Und ich glaube, wir können sicherlich irgendwann mal in die Tiefe gehen der Frage von demokratischer Lehre, aber viel wichtiger finde ich ja den Punkt, dass Menschen und Kinder, Jugendliche, aber auch Studierende oder Menschen in der Ausbildung sich als politisches Subjekt begreifen, das Veränderungen mitgestalten kann. Und das, finde ich, fehlt leider schon total in allen Bildungsbereichen. Ob dann die demokratische Lehre am Schluss die Lösung ist, ich glaube, dazu müssen wir wahrscheinlich nochmal eine andere Debatte machen oder eine andere Diskussion machen. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr elementar. Und wir sehen ja gerade das, also wenn man sich so Schülerinnen anguckt, dann dürfen die irgendwie die Farbe der Toilettentür mitgestalten politisch. Das ist total toll, aber das hat nichts mit Wirksamkeit zu tun. Also es ist dann vielleicht eine andere Farbe in der Toilette, aber wir brauchen ja eigentlich wirklich auch das Verständnis davon, dass man, und ihr hattet das Wort Mut, dass man mutig ist zu gestalten, aber auch die Konsequenzen aus politischem Gestalten zu tragen. Ich habe mal in einer Hausaufgabenbetreuung gearbeitet, da gab es ein demokratisches Konzept und da gab es so Stempelsysteme und nach 10 Stempeln gab es eine Süßigkeit oder ein Geschenk. Und dann haben die Kinder beschlossen, demokratisch, sie wollen das jetzt schon nach 3 Stempeln. Verständlich. Verständlich. Und dann halt wurde das beschlossen und genau. Die Süßigkeiten wurden ein bisschen kleiner. Genau, und dann genau ist das passiert. Auf einmal war diese Süßigkeiten- oder Geschenketüte leer und man musste sich halt damit beschäftigen, okay, wie kriegen wir jetzt, entweder wie kriegen wir mehr Geschenke und mehr Süßigkeiten, und dann wurde sich mit der einen Frage beschäftigt, wie kriegen wir mehr, und mit der anderen Frage, okay, vielleicht sollten wir jetzt erstmal vielleicht wieder doch auf so 6 Stempel zurückkommen, weil wir haben ja gerade nicht mehr so viel. Und das sind ja politische Partizipationsprozesse, in denen man lernt, sich zu engagieren, aber auch mit den Konsequenzen umzugehen und neue Lösungen zu finden. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, und das wäre, glaube ich, so mein Beitrag zu der Frage von, wie kann Politik überhaupt Veränderungen schaffen? Weil vielleicht ist es eine ganz gute Anregung oder Überleitung, gerade die Bildungspolitik oder wie Menschen sich auch entwickeln und das wahrnehmen oder erfahren, haben Sie wahrscheinlich auch, oder hast du einen besonderen Blick drauf, Meron? Ja, wir leben in einer Zeit, da einerseits kann man sagen, es gibt viel mehr Partizipation. Also ich bin sozusagen die Entfernung zu meiner Partizipation ist genau diese Entfernung. Ich gehe auf Twitter, auf Insta, auf was auch immer und kann meine Meinung irgendwie loswerden. Zugleich aber ist die Aufmerksamkeitsökonomie extrem kurz. Also ich habe in der Regel zwischen 1 und 3 Sekunden, um meine politische Urteil zu bilden. Mhm. Ob ich jetzt dafür oder dagegen, gebe ich ein Like, Retweet oder was auch immer. Und gehe ich schon dann in den nächsten. Und das sozusagen ist es wie ein Junkfood, das wird man immer schneller konsumiert. Und wir leben gerade in dieses Spannungsfeld. Einerseits gibt es hier sozusagen eine unglaublich positive Möglichkeit, Leute zu mobilisieren, zu politisieren. Ich sehe auch bei meinen Kindern, plötzlich, die können auch so Sachen sagen, die ich in diesem Alter gar nicht darüber nachgedacht habe, weil es ist auch auf YouTube, aber andererseits die Qualität, und das schließe ich auch, was Nicole vorher gesagt hat, die Qualität ist nicht immer sozusagen, was wir in der politischen Bildung auch uns wünschen, weil es hängt auch wir brauchen Zeit, um komplexe Sachen zu verstehen. Und das ist wiederum eine Herausforderung für die Politik, weil was gerade sozusagen mit großer Jubel
beschert wird, wenn wir jetzt etwas tun, dann kriegt der irgendwie alle sind dafür, weil wir können es jetzt sofort verstehen und wir sind alle dafür und kriegen wir viele Likes. Aber Prozesse, die langatmig sind, die in die Tiefe gehen oder vielleicht in Bereiche sind, die uns gar nicht, also nicht so sexy sind. Also ich fand es gut, dass am Ende über die wirtschaftliche Situation von Ich-AGs oder da gesprochen wurde. Also wie ist die Umverteilung in der Gesellschaft? Was hat das mit der Politik zu tun? Und wie kann man das so grundlegend ändern? Das sind Themen, die viel mehr Gedanken brauchen. Das Thema Steuerpolitik. Solche Themen, dafür braucht man mehr Zeit und sie sind leider fallen sehr schnell unter den Tisch. Ja. Ich meine, das sind ja zwei wichtige Begriffe. Die Komplexität einerseits, und da haben wir uns ja auch drüber unterhalten, welchen Beitrag kann Design da vielleicht auch leisten, gerade in dieser extrem schnellen Welt von Bildern, von Reizen, von Möglichkeiten, schnell in Kommunikation zu gehen, auch bewegte Bilder. Und ich kann ja dann auch, je nachdem, wie schnell was hochpoppt, mich angeregt fühlen oder abgestoßen fühlen. Aber Bettina, ich glaube, du hattest dazu direkt eine Resonanz, ne? Ja, genau. Also zu euch beiden, sehr spannend. Also bei der Hausaufgabenhilfe hätte ich gerne auch mal gefragt, wofür gab es noch mal den Stempel. Ja, also wenn wir darüber nachdenken, so ich möchte mehr, weniger, wie viel haben wir hier, warum lernen wir hier? Warum machen wir das? Ja, damit wir eine Belohnung kriegen? Nein. Sondern damit wir damit was bewirken, damit wir selbstständig eine Meinung bilden können und so weiter. Womit ich direkt bei diesem Thema Reflexion wäre, ne, was du gerade angesprochen hast, nämlich dieses Thema der Informationsflut, dem wir ausgesetzt sind und dass es eigentlich auch keine öffentliche Debatte mehr gibt. Weil es keine Öffentlichkeit mehr gibt, weil es eben überhaupt keinen Diskurs mehr gibt. Diskurs braucht Zeit, Diskurs braucht Reflexion. Und da komme ich jetzt wieder zurück zum Design. Was wir tun, ist, dass wir auch die Perspektive und die Position des anderen wieder mit einnehmen, indem wir auch eine Zielgruppe mit einbeziehen, indem wir gucken, wie ist eigentlich die Perspektive des anderen, um uns dann unsere Meinung zu bilden daraufhin. Und das ist Meinungsbildung in meinen Augen. Und dazu kann Design einfach unheimlich viel beitragen. Und dazu kam, also das ist auch natürlich gelebte Demokratie. Ne, so konstituiert sich das jedenfalls in meinen Augen. Und das ist auch das, weswegen wir als DDC das nochmal ins Zentrum gestellt haben, weil es eben auch darum geht, sich bewusst zu machen, was man da gestaltet, wie man gestaltet. Und eben genau zu überlegen, was ist eigentlich, ist jeder Designer politisch, was ist politisches Design? Und so wie du es runtergebrochen hast, ist ja jedes Handeln politisch. Die Frage ist nur, wie bewusst ist mein Handeln oder wie unbewusst? Und das nochmal ins Zentrum zu rücken und ganz klar zu machen, Demokratie ist so wichtig und aktueller denn je, wie wir leider alle wissen. Und genau aus dem Grund ist es ganz relevant, dass wir das hier ins Zentrum stellen und auch nochmal als Branche, als GestalterInnen da unsere Haltung zu finden. Gab es für dich aus den Diskussionen heraus, aus den Ergebnissen jetzt besondere Ansatzpunkte oder Formulierungen, wo du sagen würdest, das wäre doch eigentlich auch was tatsächlich in dieser interdisziplinären Diskussion auch noch stärker in den Fokus gerückt werden sollte? Ja, also ich finde das Thema Designausbildung ganz, ganz großartig, auch was da rausgekommen ist. Grundsätzlich dieses Thema, wie bilden wir überhaupt aus, was ist es bei Null zu beginnen, um da zu gucken, was braucht man, um letzten Endes, sage ich mal, mündig seinen Job zu machen. Und dieses große Thema der Verantwortung, finde ich, das ist was ich durchaus hier für sehr diskutierenswert halte. Da fand ich auch interessant, und ich weiß nicht, ob vielleicht die Nicole Teitelhoff dazu was sagen kann, diese Idee mit der Grundschule, also auch das Thema Verantwortung, oder wie hieß das Fach, Design für Verantwortung oder so, ne? Das ist ja wirklich ganz spannend, weil das ja tatsächlich die Fähigkeit auch, die Position des anderen zu erforschen, also das ist ja auch eine gestaltende Form des Dialogs, ne? Vielleicht dazu, wie ist das eine gute Idee, da anzusetzen mit so einem... Ja, also ich glaube, das sollte da einsetzen. Ich glaube nur nicht, dass es ein Fach sein müsste, ne? Sondern es ist eigentlich sozusagen eine Kompetenz, die in allen Fächern durchkommen müsste. Aber ich muss auch sagen, ich finde, dass an den Grundschulen vielleicht viel mehr passiert, als wir unbedingt von außen immer sehen. Also ich war jetzt in den letzten Wochen in
zweiten Klassen und in vierten Klassen und habe mit denen beispielsweise über den Krieg gesprochen. Und erstmal wissen die Schüler schon unheimlich viel darüber, die machen das tatsächlich im Unterricht, weil die Lehrerinnen und Lehrer... Darf ich fragen, und woher wissen die das? Zum einen, weil Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich mit ihnen darüber sprechen, die merken ja, dass die Kinder Fragen haben und Angst haben. Und bei ganz vielen Eltern, gerade in den ersten Wochen dieses Krieges, einfach N24 oder was auch immer auf dem Ticker gelaufen und die Kinder haben ganz viel gehört und daraus haben sich bei ihnen Fragen entwickelt. Die stellen sie in der Schule oder dann konnten sie eben auch dann mit mir beispielsweise gemeinsam besprechen. Und das war alles, ne? Also von der Sorge, dass Nuklearwaffen eingesetzt würden, was eigentlich Kriegsziele sind, warum Putin das macht und so weiter. Also ganz, ganz viele Fragen. Und da ging es aber auch darum, und das war auch für die Lehrer ganz wichtig, dass wir versuchen, jetzt die Schüler in die Lage zu versetzen, selber politisch tätig zu werden. Also wie wollen die denn damit umgehen? Was wollen die denn machen? Und das ging von, dass sie Plakataktionen beispielsweise gemacht haben. Sie haben eigene Poster entworfen gegen den Krieg, für den Frieden. Sie haben selber beispielsweise Spendenaktionen entwickelt. Und das ist genau das, also Verantwortung übernehmen. Und mein Eindruck daher war, also natürlich schätze ich die Grundschule meiner Kinder, aber ich hatte jetzt nicht so den Eindruck, dass es eine Modellgrundschule war vorher. Aber als ich jetzt da mal reingeguckt habe und selber dort tätig war und aktiv war, war ich einfach was beeindruckt, was Lehrerinnen und Lehrer da einfach auf die Beine stellen, mit extrem wenigen Möglichkeiten. Und da passiert also ganz viel. Wenn man das jetzt auch noch sozusagen öffentlich fördern könnte, das noch viel stärker eben auch sowohl in die Curricula, aber natürlich auch in die Möglichkeiten für Lehrerinnen und Lehrer, das überhaupt mit reinzubringen, schreiben könnte, das wäre ein Gewinn. Ja. Und ich glaube, das ist was, was ja auch in der Gruppe diskutiert und deutlich wurde, diese Verbindung zu Design, wie wirkmächtig Bilder sind oder wenn ich so ein Poster entwickle, was, wie groß mache ich was, wie klein, welche Farbe, wie wirkt es oder was löst es aus und was, ne? Und da gab es ja auch die Idee, das wäre jetzt vielleicht nochmal zurück zu dem der Unternehmenswelt, dieser Chief Creative Chief Design irgendwas Officer. ist das wie ist das? Amor? Ja, ich muss überlegen, ob ich mich beliebt machen will oder nicht. Da habe ich keine abschließende Meinung. Ich würde da eher einen anderen Weg wählen, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass wir da hinkommen müssen, weil was ich aus der Vergangenheit immer wahrgenommen habe, ist, dass Unternehmen der Meinung waren, wenn sie ein Chief Digital Officer, ein Chief Experience Officer oder was auch immer Chief für... Chief Digital Officer, weil du hast ja auch Digitalisierung angesprochen. Wenn sie da jemanden haben, den man als hauptverantwortlich für das Thema bestimmen kann, dass das Thema dann damit erledigt ist. Und ich glaube, das ist immer das, was fehlt. Das muss durchgelebt werden in einem Unternehmen von der Executive-Ebene bis ganz runter durch alle Abteilungen. Deswegen wäre eigentlich mein Ansatz dafür zu sorgen, dass die Teams diverser sind, halte ich immer noch für extrem wichtig. Divers gar nicht nur im Hinblick auf die Fähigkeiten, sondern auch um die Perspektiven und Lebensrealitäten. Wenn wir über Digitalisierung reden und über Diskriminierung im Design, stellen wir durchaus auch fest, dass es bestimmte Gruppen, die einfach es schwieriger haben. Ja? Und das sind nur gar nicht Minderheitsgruppen, auch Frauen teilweise. Wenn man sich Autos anschaut, wie sicher oder wie unsicher Autos sind, das hängt vom Geschlecht ab, weil bei den ganzen Tests, die durchgeführt werden, der Prototyp ist ein Mann, ein europäischer Mann, eine bestimmte Größe, ein bestimmtes Gewicht. Und da glaube ich einfach dafür zu sorgen, dass wir diverse Teams haben und dass wir auch eine externe Kontrolle zulassen oder eine externe Beratung zulassen bei bestimmten bei Produktentwicklungsverfahren, halte ich für wichtiger, als oben jemand zu haben. Ja, ich glaube, das ist ja auch ein Part, vielleicht holen wir noch ein paar Stimmen dazu ein, dann, ich kann meine Frage noch etwas zurückstellen. Ja, ich würde gerne sozusagen in die gleiche Diskussion auf eine andere Ebene führen, weil die Frage ist natürlich, welche Unternehmer ist das? Also wenn wir reden von der Kohleindustrie oder die Autoindustrie oder anderen Industrien, die gerade uns, das war das Thema Nachhaltigkeit, dann hat Designer, auch wenn sie das super macht, wie du die beraten hast, dann, also ich wünsche ihnen, dass sie ganz, ganz schlecht machen, nicht divers, nur untalentierte Leute beauftragen und machen ganz schlechte Werbung, damit sie unerfolgreich bleiben. Ich meine es vollkommen ernst. Ich weiß, sie lachen, aber ich meine es vollkommen ernst. Das ist so, Designer sind genau wie Wissenschaftler. Also man kann als Wissenschaftler eine Medizin vor die Pandemie oder Impfstoffe erfinden, aber kann man auch Nuklearwaffen erfinden. Und das genauso geht es mit Design. Sie haben ein wunderbares Tool in der Hand, die können uns etwas, das total hässlich ist, total schmackhaft machen. Und das ist die Verantwortung von jeder und jeder hier,
das, das mit Bedacht zu nutzen, auch nicht für ganz viel Geld das, das zu verkaufen. Weil wenn ich dann eine Kohleindustrie, eine super Greenwashing mache und verkaufe das, dass wir alle dann irgendwie weiterhin in die Politik dann herantragen, die das auch abkaufen und denken, das ist super, dann hat es wunderbar, der Prozess hat wunderbar funktioniert, divers und so weiter, aber das Ergebnis ist alles anders als ein Gewinn für unsere Demokratie. Und ich glaube, das ist auch ein Link zu dem, was an Nachhaltigkeit vorgestellt wurde, weil das ist ja auch so ein Thema, jedes Unternehmen ist nachhaltig heute, weil es gehört oder sagt es so, weil es gehört einfach im Moment in der Nachhaltigkeitsdiskussion, es ist völlig klar, ohne das Wort oder ohne diese Eigenschaft, es ist schwierig, ist schwieriger geworden und das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger zusätzlicher Aspekt, ja. Felix? Ich habe gerade noch überlegt, so im Hinblick auf die Zeit auch ein bisschen, tatsächlich dieses Thema Nachhaltigkeit finde ich auch sehr wichtig und auch die Ergebnisse der einzelnen Gruppen, also auch nochmal danke für die tollen Präsentationen, auch ich bin total baff von diesen, ich wiederhole mich die ganze Zeit, gelebte Demokratie, zwei Tage, Designerinnen haben jetzt kein Demokratieproblem mehr, sondern haben das jetzt mal live miterlebt, wie das so ist in so Prozessen, gemeinsam was zu erarbeiten. Ich frage mich noch, ob, also weil wir, glaube ich, auch viel darüber diskutiert haben, was soll eigentlich dieser Konvent bewirken? Und das wäre, finde ich, nochmal eine interessante Frage an unsere Gäste, herauszufinden, ob wir da eigentlich auf einem richtigen Weg waren oder wie wir eigentlich diese Brückenschlag schaffen, weil wir, ich glaube, das ist deutlich geworden, es gibt die Designerinnen und Designer, die sehr viele gute Ideen haben und sehr viel zu sagen haben, aber wie schaffen wir als Designbranche das jetzt, die Verknüpfung zur Politik zu schaffen? Ist das dann sowas wie, dass wir müssen eine Petition schreiben und Aufmerksamkeit dafür gewinnen? Ist es, oder sollten wir einfach das tun, was wir immer tun und uns einbringen? Müssen wir alle Politikerinnen selber werden? Das wäre so eine Frage, die mich interessiert. Das ist so die Frage, was müssen DesignerInnen tun, aber was können vielleicht auch PolitikerInnen oder andere gesellschaftlich Aktive tun? Aber ja, genau, die Frage, soll jemand speziell anfangen oder alle? Alle gleichzeitig, das ist schwierig. Ja, wo ist so der, vielleicht Deborah fängt mal an. Ja, also ich bin ja noch ganz neu in diesem Beruf. Ich suche auch nach den Hebel der Legislative an einigen Tagen. Deswegen kann ich jetzt nicht die perfekte Antwort darauf bieten. Aber genau, ich glaube, es knüpft ganz viel daran an, was ich vorhin gesagt habe. Wenn man sich selbst als politisches Subjekt begreift, glaube ich, begreift man sich sofort auch als Teil von politischen Veränderungsprozessen. Und ich glaube, das ist Punkt 1. Und ihr habt ja auch super viel zu der Frage von Reflexion gemacht. Und ich glaube, das ist extrem wichtig und notwendig. Und ich glaube, gleichzeitig müssen wir aber auch sehen, dass es eben Strukturen gibt, wie den Kapitalismus oder Verwaltungsapparate, die auch Prozesse verlangsamen, die bestimmte Machtstrukturen auch reproduzieren und die auch von der parteipolitischen oder parlamentarischen Seite verändert werden müssen. Also ihr habt das Thema Lieferketten angesprochen. So, ich bin der festen Überzeugung, dass der Markt das eben nicht von alleine regelt und dass es deswegen eben sehr klare Linien braucht, dass wir uns aber auch eben nicht in einem Greenwashing verfallen lassen können. Und da also kann man auf jeden Fall ganz viel Kritik auch an der aktuellen Regierung, aber auch an den davorigen irgendwie anwenden. Und dass man eben, also dass es ineinander gehen muss. Also die eigene Veränderung, die man irgendwie jeden Tag macht und aber auch die strukturelle Veränderung, die, to be honest, das wird nicht von heute auf morgen passieren, wenn wir auch über die Frage von Interdisziplinarität, von Teams mit unterschiedlichen Hintergründen reden, mit unterschiedlichen Fähigkeiten, dann haben wir halt auch einfach mal krasse, koloniale, rassistische Strukturen der letzten über 500 Jahre aufzuarbeiten, die sich auch in den Strukturen wiederfinden. Und genau, ich glaube, der letzte Punkt war die Frage, also was müssen wir denn auch als Designerinnen tun, um mit der Politik in Kontakt zu treten? Also erstens tut ihr es gerade schon. Zweitens seid ihr ja auch unglaublich wichtig und wertvoll, indem ihr ganz viele Prozesse ja auch gestaltet. Und ich glaube, ich nehme auf jeden Fall mit, genau, auch sowas nochmal aktiver mitzudenken. Und die Frage, die wir, glaube ich, immer haben, ist die Frage von Zeit und auch Zeit für politische Prozesse. Und ich weiß, dass Zeit ein mega knappes Gut ist. Ich weiß, dass in einem Lohnarbeitsverhältnis Zeit auf jeden Fall nicht
gerade Zeit für solche Tage eben nicht da ist, dass es ganz viele Menschen gibt, die wir auch ausschließen, dadurch, dass wir irgendwie an einem Samstag mal, wurde ja vorhin schon erwähnt, uns einfach so einen Tag nehmen. Aber ich würde jeden einladen, auch immer sehr proaktiv sich selbst als politisches Subjekt zu begreifen und nicht zu scheuen und einfach mal Ideen reinzuschmeißen. Und wenn es eine Petition ist, ist es eine Petition. Da bin ich noch nicht tief genug drin, wie viel das dann am Schluss wirklich auch verändert. Aber heißt ja, du sagst ja, dass gerade dieses Format hier, ich meine, das ist jetzt ein Format und ich meine, man könnte ja auch ganz viele andere sich noch dazu ausdenken, die dieses Thema adressieren. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass du sagst, auch der Diskurs darüber mit PolitikerInnen, aber auch mit anderen gesellschaftlichen Gruppen total wichtig ist und auch ein Teil des Designs für Demokratie bedeutet. Also wenn ich eins in den letzten 6 Monaten gelernt habe, dann ist es, glaube ich, dass man seine Themen immer wieder sichtbar machen muss und es immer wieder wiederholen muss. Und wenn man sich vorkommt wie eine Schallplatte, dann ist man auf dem richtigen Weg. Genau, dann hat man nachher eine Plattensammlung und genau. Ja, vielen Dank, aber vielleicht gibt es dazu auch noch eine Resonanz. Da gibt es nicht viel zu ergänzen, nee. Absolute Zustimmung. Oder zu unterstützen, zu bestätigen. Absolute oder? Zustimmung. Ja. Ich vielleicht nochmal doch 2, 3 Sachen, die ich ergänzen würde. Solche Veranstaltungen, bitte mehr davon. Es gibt wenige Veranstaltungen, wo ich hingehe und dann gehe ich raus und nehme ordentlich was mit. Und heute war das tatsächlich so, ich nehme einiges mit. Und ich glaube, je mehr solche Veranstaltungen organisiert werden, desto mehr Multiplikatoren gibt es dann auch, die das in die politischen Entscheidungsprozesse mittragen können. Und Debbie und ich glaube, wir gehen hier raus mit einem ganz klaren Auftrag. Und dann nochmal einen zweiten Punkt. Wie würdest du den formulieren? Naja, dass das Thema demokratisches Design oder Design für die Demokratie mehr Aufmerksamkeit braucht, auch von der Politik. Und das Bild ist für mich jetzt noch nicht klar, aber zumindest, dass ich das schon mal ein Stück weit greifen kann, ist, glaube ich, schon mal ein Anfang. Und ich wünsche mir, dass wir da jetzt eher am Anfang der Debatte sind und nicht am Ende. Und dann doch einen zweiten Punkt, weil ich euch gerne auch ein bisschen anstacheln möchte, ist, Debbie und ich glaube, ich kann dafür uns beide sprechen, wir sind in die Politik gegangen, nicht weil wir Politiker sind. Ich habe immer noch Schwierigkeiten, mich als Politiker zu bezeichnen, ehrlich gesagt. Und zuckt da auch immer zusammen, wenn jemand sagt, hey Politiker. Sondern weil wir tatsächlich die letzten Jahre beobachtet haben und enttäuscht waren über das, was gelaufen ist oder was nicht gelaufen ist. Und ich nicht zuletzt auch über das, was meine Partei gemacht hat oder nicht gemacht hat. Und ich glaube, dass Politik und dass Demokratie auch so funktioniert, wenn verschiedene Personen aus verschiedenen Lebensrealitäten zusammenkommen und sich für die Allgemeinheit, für die Gesellschaft engagieren. Und ich bin mir sicher, die Debatten im Deutschen Bundestag oder bei mir in der Partei, die würden ganz anders laufen, wenn mehr aus diesem Kreis jetzt dabei wären. Deswegen, nicht jeder muss jetzt für den Deutschen Bundestag kandidieren, erst recht nicht in unseren Wahlkreis. Ja, und aber wenn ich... ja. Und aber das ist total interessant, weil wenn ich das jetzt mal aus meiner Rolle als Moderatorin, die ja wirklich seit 20 Jahren in partizipativen Prozessen arbeitet, sprechen darf, ist es so, dass ich normalerweise von den Büros der PolitikerInnen mindestens eine Woche vorher, wenn da noch keine Fragen vorliegen, ich kriege dann in der Regel ein Konzept, wo genau draufsteht, was die Antwort ist von dem Politiker oder der Politikerin und dass es eigentlich gar nicht geht, dass ich jetzt hier relativ offen in eine Diskussion einsteige, wo ich gar nicht genau weiß, dass da darf, soll ich fragen, so. Also, dass es ein abgestimmtes Konzept gibt zu Fragen, die klar sind, dass die gestellt werden und andere nicht. Oder bestimmte Botschaften da drin. Es hat alles seine Berechtigung. Ich will das gar nicht bewerten in dem Sinne. Aber ich finde, das ist halt auch ein Gespräch, was sich hier entwickelt, was eben auch zeigt, dass es eine andere Aufnahme von Ergebnissen, von Wahrnehmung oder von Debatte ist und was eigentlich ja dann bestätigt, was ihr jetzt gesagt habt, seitens der Politik oder auch einer jungen Perspektive auf diese systemischen, festgefahrenen, auch Muster, Strukturen, Verhaltensweisen und auch natürlich machtpolitisch oder aus welchen Motivationen heraus auch immer gearteten Phänomene, denen man begegnet und wo man auch wahrscheinlich immer wieder aufpassen muss, dass man immer wieder reflektiert, ist es so gut und warum ist es gut? Wie heißt die Ausstellung? Wie ist es gut? Ja, was ist gut? Was ist gut? Also was ist gut? Wie ist es gut? Das ist wirklich ja auch eine Fragestellung. Ja, Ich will zum Schluss vielleicht noch mein 2 Cent um die Frage an die Politik, als jemand, der nicht Politiker ist, aber ständig mit der Politik auf kommunaler, Landes- und Bundesebene arbeiten. Und ich denke, das ist super, dass ihr die beiden Politiker, die Neulinge imponiert haben.
das ist aus eurer Sicht noch zu wenig, wenn der Armand da rauskommt und sagt, wir müssen mehr Platz für Design für Demokratie. Meint es gut, aber dann, das wird euch nicht helfen. Also leider ist es so, das muss man am Ende sozusagen in den Trichterprozess, alles die tolle Idee, die vorher präsentiert wurden, zu einer Monothematik. Das ist kein einfacher Prozess, aber am Ende muss alles in eine konkrete Forderung, die auch quantifizierbar ist und auch da sozusagen, und die sozusagen zu formulieren. Eindeutig und ist, die in der Politik zu gehen. Ich gebe nur ein Beispiel. Wir haben als Bildungsstätte Anne Frank vor 2018 die Gefahr gesehen, dass die AfD-Stiftung an Millionen Euro kommen wird, die Desiderius Erasmus-Stiftung. Und seit 2018 wir sind wie ein Bulldog-Hund, der reinbeißt und wir lassen nicht los. Und das hat es schon sozusagen dazu geführt, einmal, dass die Grünen das in ihr Wahlprogramm aufgenommen haben, dass die das Geld nicht bekommen. Und wir haben jetzt den zweiten Teil erfolgt, also eine zweite Wahl, dass sozusagen der Koalitionsvereinbarung stand, das soll ein Gesetz, das muss gesetzlich geregelt werden. Und der dritte Teil Erfolg war letzte Woche, als in der Haushaltsverhandlungen beschlossen wurde, dass trotz der bestehenden Regelung, der eigentlich die das Geld bekommen hätten sollen, sie werden im Haushaltsjahr 2022 nicht berücksichtigt. Und wir werden aber, das sage ich auch euch, wir werden auch nicht loslachen lassen, weil das nächste muss ein Gesetz verabschiedet werden. Also wir sind seit 2018 mit einem Thema an die Politik, wir lassen nicht los und das kann erfolgreich. Wenn wir jetzt 15 Themen hätten, das hätte vermutlich nicht gebracht. Also ja, vielen Dank. Heißt ja aber auch, vielleicht Felix, du hast ja die Frage gerade eingespeist, sowohl als auch. Also sowohl diese Sichtbarkeit, diese Formate, um es erlebbar und wahrnehmbar und klar zu machen, um was es auch geht, und das dann aber auch so konkret zu fassen, dass es in eine klare Zielrichtung, vielleicht noch bevor du, oder? Zuerst, Nicole? Ja, ich wollte nur einmal darauf hinweisen, dass wir natürlich aber auch nicht alles gleich systemisch denken müssen und sozusagen jetzt geht es um den großen Schulterstoß von großer Politik und großem Design, sondern es gibt ja auch eben ganz viele konkrete Projekte. Und da, also ich glaube, die Gruppe 2 hatte diese Frage aufgeworfen, ne? Wie kann es uns eigentlich gelingen, frühzeitig an diesen Prozessen zu arbeiten? Und zum einen gibt es mittlerweile ganz viele Mittlerinstitutionen, ne? Also ich bin momentan ganz frisch Fellow am New Institute in Hamburg. Das New Institute hat sich transformativer Wissenschaft verschrieben. Aber die wollen sozusagen Ideen aus der Wissenschaft in die Praxis übersetzen. Und die suchen nicht nur Fellows wie mich, sondern die suchen auch sogenannte Praxis-Fellows. Das heißt, da laufen Ausschreibungen auf dem Senior-Level als auch auf dem Junior-Level, wo man sich bewerben kann. Und einer der Streams, in dem ich zum Beispiel bin, heißt Zukunft der Demokratie. Ich möchte dort zum Beispiel über die Möblierung öffentlichen Raumes nachdenken und wäre begeistert, wenn da mehr Gestalter wären. Ja. Und das gibt es ganz viel. Die Schader-Stiftung in Darmstadt möchte ich auch noch erwähnen. Die hat sich genau diesem Ziel verschrieben. Die versucht, Gesellschaftswissenschaften in die Praxis zu übersetzen. Die Anknüpfung herstellen. Also es gibt ganz viele, schon hier in der Region gibt es ganz viele dieser Mittlerinstitutionen, die machen nichts anderes, als Leute wie mich, Leute wie euch und Leute wie euch zusammenzubringen. Das tatsächlich sozusagen noch zu intensivieren, zu nutzen und konkrete Projekte zu entwickeln, die dann auch Schule machen können im klassischen Sinne, ist eben auch ein ganz wichtiger Weg. Ja, also ich weiß doch nicht, wer alle die Designer sind, die sich total für Demokratie interessieren würden. Da kann ich ja nicht in mein Telefonbuch gucken. Das ist auch eine spannende Frage. Ja, aber also da könnte man auch dran arbeiten. Wie können wir das strukturell aufs Gleis setzen? Wir könnten eine Geschäftsstelle ist immer echt übel. Aber man könnte so eine Art Verteiler aufmachen mit so diesen ganzen neuen Medien, die es gibt. Nein, aber ich will nur sagen, also eigentlich finde ich, passiert gerade ganz viel. Es gibt total gute Möglichkeiten. Wir müssen sie nur mehr nutzen und dann eben über das, was wir tun, auch reden wie eine Schallplatte. Und das würde auch schon viel helfen. Ja, mich würde eigentlich noch interessieren. Vielleicht ganz erstmal bevor, ist denn deine Frage damit? Meine Frage ist sehr gut beantwortet, aber ich glaube, es gibt noch mehr Fragen im Raum, weil ich finde eigentlich, wir könnten jetzt auch nochmal schauen, ob es Fragen aus dem Publikum gibt. Das würde mich nämlich nochmal interessieren, also weil jetzt die Gelegenheit ist, hier Fragen zu stellen. Ja, genau. Okay, aber erstmal schon ganz herzlichen Dank für diese erste Rückmeldung auch zu dem, was hier an Ergebnissen vorgetragen wurde. Weil ich glaube, das war ja auch von großem Interesse. Wir haben jetzt hier 2 Tage heftig diskutiert, wie das so verarbeitet wird hier von den Gästen. Aber natürlich sehr gerne, jetzt weiß ich gar nicht, haben wir vielleicht noch ein Saalmikro? Sonst können wir auch eins.
oder ja, würdest, das wäre toll, dann kann ich so ein bisschen die Moderation weiter übernehmen. Vielleicht ganz kurz auch deinen Namen und genau, super. Ich bin Annette Wetsch, ich lehre Produktdesign an Kassel, an der Kunsthochschule und möchte ganz gerne einen Schmerz, den die Gestalterinnen dort haben, hier an euch herantragen. Und zwar, da ist sehr viel Bewusstsein für Demokratie, für Nachhaltigkeit und dass der große Schmerz ist, dass wir, vorhin wird es gesagt, wir haben hauptsächlich unsere Schnittstelle mit der Wirtschaft. Wir stehen dort immer an der Front, wollen irgendwie die guten Entwürfe verkaufen und bewegen uns aber in einem Rahmenweg, das eben von der Legislative gesetzt wird, das nicht die guten Entwürfe belohnt, sondern uns immer wieder dazu bringt, dass man, keine Ahnung, Nespresso-Kapseln entwickelt oder SUVs oder so, weil da das Geld hinfließt und da gefördert wird und da das Potenzial ist und eben auf der anderen Seite. Und das hat sehr viel mit dem Rahmenwerk zu tun, in dem wir uns wirtschaftlich bewegen. Also da unsere Bitte an die Wirtschaft, auch daran denken, wenn ihr an Design denkt. Okay, da jetzt keine konkrete Frage, sondern eine Bitte formuliert wurde, würde ich das Mikrofon gerade mal hier hinten weitergeben, wobei ich eine kurze Frage habe, wegen der, das sieht man ja jetzt nicht im Stream, wäre es besser, wenn die Person nach vorne kommt? Also das kann ich jetzt nicht. Okay, bitte nicht. Okay, aber das wollte ich noch mal kurz klären, weil manchmal kenne ich das auch, dass es schwierig ist. Die ist zu hören, wunderbar. Danke für den Hinweis. Okay, wenn die zu hören ist, dann versuche ich auch eine gute Frage zu stellen. Ja, also ich komme sehr, sehr aus einem Social Design Background. Ich nenne es sogar Humanitarian Design Background, wenn ich es vollständig machen muss auch. Mein Name ist Thomas, hi. Und ich fand es schön, wie ihr das gesagt habt. Also ich habe sehr, sehr viel zustimmend zugenickt. Ja. Ich fand nur die eine Ansprache von wegen, da müsst ihr als Individuum aktiver werden. Das ist schön und das ist romantisch und ich habe das die letzten 5 Jahre gemacht und bin jetzt arm. Also es sind viele Förderungen im Raum. Ich weiß, dass die staatlich auch zugänglich sind. Ich habe mich auf staatliche Förderungen beworben. Es ist nur, sie sind sehr, sehr schwierig, dann doch einzuholen. Sie sind sehr kompetitiv. Sie sind sehr, sehr in einem politischen Prozess gedacht und nicht in einem innovativen Prozess, dem ich dann auch mit meinen Projekten gerecht werden muss. Da fallen viele auch meiner Kollegen von Grassroots-NGOs raus. Deshalb ist meine erste Frage. Denkt ihr nicht auch, dass da vielleicht Barrieren noch abgeschafft werden müssen, auch wenn da viel schon passiert? Und die andere Frage ist, wenn wir nun Design als einen etwas größeren Begriff als die so oft zitierten Poster heute sehen, ja, und Kommunikation, dann würdet ihr nicht vielleicht auch Design ein Mitspracherecht gerade in politischen Institutionen, jetzt nach einem finnischen oder schwedischen Beispiel, wo ja schon Designer in politische Organisationen eingepflanzt werden, dem zustimmen. Mhm. Tut mir leid, das war jetzt sehr viel und 2 Fragen gleichzeitig, aber bevor ich nicht nochmal drankomme, dachte ich, ich hau's ab. Gut, die Gelegenheit ergriffen, dann, ja, es war jetzt ja nicht speziell, aber vielleicht Deborah, es war ja insbesondere die politische Seite angesprochen. Also, ich muss bei der letzten Frage schmunzeln, weil wir haben so einen Neubau im Bundestag und da funktioniert noch nicht mal das Internet aktuell. So auf dem Level befinden wir uns zumindest in diesem Gebäuden. Zu deiner ersten Frage vollkommene Zustimmung. Also ich bin für die sogenannte Entwicklungspolitik bei der Grünen Fraktion zuständig und auch für den Haushalt. Und ich beschäftige mich gerade ganz viel auch mit der Frage von Medien, also Medienförderung. Und egal, wo man hinkommt, egal welche NGO, welche Bewegung, diese Förderanträge, das ist ein bürokratischer Ablauf, der alles andere als inklusiv, barrierefrei machbar ist. So, also das Problem ist sehr bekannt. Ich habe leider nicht ganz herausgefunden, welchen Hebel ich in der Legislative drücken muss, damit dieses Problem weniger wird. Aber also genau, kann ich total gut nachvollziehen und würde aber auch, also deswegen habe ich probiert, vorhin auch nochmal diese strukturelle Ebene aufzumachen. Wir können eben Verantwortung, also ja, jeder ist auch individuell verantwortlich, aber es hat nicht jeder die Möglichkeiten, die Kapazitäten, überhaupt die Möglichkeiten, Räume zu betreten, Wissen von Räumen zu haben, gehört zu werden, haben wir noch gar nicht drüber geredet. Also wem hören wir überhaupt zu und wer hat überhaupt, wem sprechen wir Wissen zu, wem sprechen wir wahres Wissen zu? Also das sind ja auch alles ganz viele Probleme, die aus meiner Perspektive auf jeden Fall da dranhängen. Und ich bin noch in Studie, also ich studiere auch offiziell noch, muss noch meine Masterarbeit schreiben. Nee, ich bin noch nicht fertig. August. Anderes Thema, reden wir lieber nicht drüber. Aber
auch da gibt es unglaublich viele Ideen. Also es gibt so viele Ideen, auch wie ihr euch hier trefft, gibt es ja ganz viele Räume. Und das ist aber häufig eine Frage von Kapazitäten, von Barrierefreiheit. Und da wäre ich voll dabei. Und die letzte, zweite Frage kann Amon sicherlich auch noch ergänzen aus einer politischen Perspektive. Auf jeden Fall brauchen wir Design auch mehr in der Politik, weil es ja ganz viel mit politischer Kommunikation zu tun hat. Und ich kann total nachvollziehen, dass man komplexe Gegenstände auch komplex darstellen will. Aber wir merken halt eben auch, dass wir in der Parteipolitik nicht richtig weiterkommen, wenn ich da anfange, 100-mal zu erklären, wie Handelszusammenhänge im Bereich auf Ernährungssouveränität mit dem globalen Süden, dem globalen Norden, Subventionssystem zu tun hat. So spätestens beim dritten Satz fällt jeder, also ist jeder weg. So, das heißt, wir müssen es schon auch schaffen, auch Komplexität runterzubrechen, sie nicht krass zu vereinfachen, aber sie runterzubrechen. Und das wäre extrem wichtig. Aber wie gesagt, ich sehe gerade noch nicht mal, dass wir eine gute Internetverbindung in unseren Gebäuden haben. Und das ist ein anderes Thema, aber ich finde sehr plastisch dafür, wo wir gerade gefühlt in diesem politischen Betrieb stehen. Und sehe aber auch, dass wir auch anders Impulse aus der Zivilgesellschaft wahrnehmen. Und dafür würde ich schon sagen, dass wir auch als junge Generation, als neue Generation stehen, dass wir sowas mitnehmen wollen. Ja, weil ich glaube, du hast ja auch angesprochen, dass die Prozesse, die in diesen Förderarchitekturen drinstecken, die sind ja dann in Verwaltungsprozessen, die ja keine DesignerInnen sind, sondern im Grunde genommen in der Verwaltung arbeiten, in einem bestimmten Fachressort und da eben auch, sage ich mal, die Dinge entschieden werden, die dann kompetitiv, wie auch immer, weiter in der Welt sind und vielleicht nicht dazu führen, was man denn eigentlich gerne hätte. Ich glaube, das geht auch nochmal vielleicht anknüpfen an das, was genau. du anfangs gesagt hast, Amor. Ja, Thomas, kann ich absolut verstehen. Und meine Antwort wäre, wenn ich sage, dass ihr euch mehr einbringen müsst, dann will ich mich gar nicht, da wollen wir uns gar nicht von der Verantwortung stehen. Ne, wir werden trotzdem versuchen, unseren Job zu machen, wir machen das genauso weiter. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir auch eine Deutungshoheit über bestimmte Debatten gewinnen müssen. Ja, und wir haben ja verschiedene Diskussionen, die in der Gesellschaft stattfinden. Und das ist oft so, dass die Lauteren immer am meisten gehört werden und dass wir oft den Eindruck haben, dass wir eigentlich die Debatte dominieren. Deswegen finde ich es wichtig, wenn wir diverse Stimmen haben, die sich in den gesellschaftspolitischen Debatten beteiligen. Das halte ich schon für sehr, sehr, sehr wichtig. Ja. Um auf eine zweite Frage einzugehen, nein, ich glaube nicht, dass wir Designer, sage ich auch so deutlich, einen bestimmten Platz in der Politik eingestehen müssen, weil das ja natürlich alles demokratisch ist. Also der Weg, wie das gehen würde, ist natürlich über eine Wahl, dass sich mehr Leute aus dem Bereich einbringen und tatsächlich auch zur Wahl stellen. Und dafür sorgen wir dann, dass es auch mehr Designer, Designerinnen in der Politik gibt. Was ich aber für eigentlich mindestens genauso wichtig erachte, ist die Verwaltung. Und ich glaube, da müssen wir eigentlich dahinstellen, dass die Teams diverser werden. Da ist es absolut normal, sollte es normal sein, dass wir Designer in Abteilung haben. Du hast es ja gerade. Ja, genau. Das war so der Link. Ne? Ja. Politik ist das eine, aber sie arbeitet ja mit Verwaltungsapparaten und da ist, denke ich, auch ein Ansatzpunkt. Felix nickt. Wie ist das jetzt so, was jetzt hier gesammelt wurde für die weiteren Schritte? Gibt es da schon Ideen? Eigentlich ja, vielleicht auch so ein bisschen mit Blick auf die Uhr, weil ich würde auch gerne nochmal auf, das ist ja ein Prozess auch den WPC-Prozess etc. Ja, als Designer müsste ich natürlich jetzt sofort die Antwort drauf haben, weil wir vor dem Gestaltungsprozess schon wissen, wo es am Ende bei rauskommt, weil wir uns einen Plan gemacht haben für den Entwurf. Aber genauso ist es ja natürlich nicht. Es war auch ganz viel Improvisation bei diesem Gestaltungsprozess dabei. Aber es waren auf jeden Fall nochmal gute Hinweise auch aus der Podiumsdiskussion, aber auch von dem ganzen Input von allen. Also nochmal herzlichen Dank an alle, die teilgenommen haben. Diese Gedanken, wie schaffen wir das zu kommunizieren, wie können wir Sachen runterbrechen, wie können wir eine Schallplatte generieren, die dann immer wieder die Botschaft transportiert, dass die eine Seite, aber wie du es auch gesagt hast, diese andere Seite, dass genau diese Formate an sich auch schon wertvoll sind, dass genau diese Formate eben auch dazu beitragen, dass sich vielleicht mehr Gestalterinnen und Gestalter darüber bewusst werden, welche Rolle sie in der Demokratie spielen können und dass wir das als DDC auch ganz aktiv vorantreiben sollten, dass es diese Formate mehr gibt, ist an sich auch schon Teil davon, von diesem ganzen Prozess. Da müssen wir gar nicht wirkmächtig nach außen gehen, sondern können durch diese Formate selber für jeden einzelnen Gestalter und jede einzelne Gestalterin schon sowas erreichen, dass das mehr wird automatisch. Und ich glaube dann, wenn wir damit Bewusstsein schaffen, erreichen wir schon, dass Design mehr gehört wird. Ja,
Bettina, ja, ich würde dazu direkt auch noch mal was sagen. Es ist nämlich genau so, also zum einen können wir durch die Formate schon multiplizieren, wir können es aber auch, indem wir natürlich als Botschafter von unserer Sache, in dem Fall jetzt auch das Thema Demokratie, dass wir das einbeziehen, dass wir wirklich an unsere Kunden gehen, dass wir sie dahingehend auch beraten, dass wir Dinge transparent darstellen, dass wir Dinge offenlegen, dass wir Kommunikation so gestalten, dass sie Einblick gibt und dass sie nicht Dinge ausschließt oder einen bestimmten Filter drauflegt, der das Ganze eben in einer Art und Weise darstellt. Du hast es vorhin sehr schön beschrieben, fand ich, mich, was Kommunikation machen kann. Es ist einfach eine Polarisierung. Ne? Es kann in die eine Richtung gehen, es kann positiv Dinge öffnen, es kann aber auch Dinge verschließen und den Fokus, also es ist ja gut, dass wir einen Fokus setzen können, nur müssen wir uns einfach darüber bewusst werden, welchen Fokus wir setzen möchten, wie möchten wir leben, was möchten wir über die Dinge erfahren und auch genau dahingehend Unternehmen zu beraten und uns aber auch dessen bewusst zu werden, dass unsere Art zu denken als Gestalter ist eine kreative Art. Darüber haben wir heute noch gar nicht gesprochen, was ich auch einfach sehr interessant finde, weil es nochmal eine ganz andere Perspektive gibt. Es ist unser USP, unser Alleinstellungsmerkmal, was wir haben als Branche, als Gestalter an sich. Und ich finde, das ist eben auch was, was durchaus diskutierenswert ist, dass man eben genau in so einer Art und Weise die Dinge zu sehen, zu betrachten zu können, dass man das einbezieht und dass man das auch weiter transportiert und ermöglicht eben auch irgendwie diese Art zu denken, jenseits einer Verwaltung, jenseits einer politischen oder auch philosophischen Denke auf Ergebnisse zu kommen. Ich gucke nur gerade nochmal auch in die Runde, weil ich durch das Licht vielleicht nicht alle Wortmeldungen sehe, aber ich hatte jetzt sonst so, doch da noch, dann haben wir haben nämlich noch für ein, zwei Wortmeldungen auf jeden Fall Platz und dann genau, sind wir auch schon so langsam müssen wir so langsam ist es an oder? Es müsste leuchten. Okay. Also ich möchte mal ganz gerne auf diesen Punkt eingehen, den Sie vorhin gebracht haben, den ich sehr wichtig finde. Also Design kann eben auch ganz furchtbare Dinge gestalten. Von Daniel Martin Feige gibt es dieses wunderbare Beispiel eines Stuhls, der eben auch jeden Designpreis gewinnen würde. Nur leider ist es eben ein Waterboarding-Stuhl. So. Und da kommen wir eben auf diese Thematik dieser zwei Gut. Also Wilhelm Flussers Gut, der sagt ja, es gibt diese zwei Gut, das technisch funktional Gute und das ethisch Gute. Da sind wir genau wieder da, wo wir vorhin mit der Designausbildung waren. Wie kriegen wir diese ethische Denke eben in die Designerinnen rein? Und das ziehe ich auch auf das, was Annette vorhin sagte, wie gelingt es uns sozusagen, dieses Denken in der Interaktion mit der Politik, die Rahmenbedingungen sind, die Legislative ist, eben stärker ins Denken rein, dass wir eben nicht mehr so stark Dinge entwerfen müssen, die negativ sind. Weil die Designer werden eben auch durch die politischen Rahmenbedingungen, durch die Gesetzgebung dazu gebracht, dass bestimmte Dinge gefördert werden, nicht gefördert werden. Und diese zwei Guts, also ich moderiere jetzt seit 2 Jahren unseren Podcast, was ist gut, diese zwei Guts sind eben ganz, ganz elementar für uns. Und ich danke Ihnen auch dafür, also wie Sie dargestellt haben, wie Sie eben für Gutes tätig sind, indem Sie einfach wie eine Bulldogge, haben Sie gesagt. Das ist auch sofort ein Bild, was entsteht. Hinter diesem Thema daher sind, das ist einfach klasse. Also für mich ist jetzt der größte Highlight, diese Story, die mir gar nicht richtig klar war, wo ich sage, wow, super, dass ich hier war, um diese Story zu hören. Ja, wunderbar. Wir haben noch, war ja jetzt eine interessante Verbindung zwischen Design und Strategie fast, will man sagen, aber das auch mit einem Bild oder mit einem Narrativ verbunden, was wir nicht schnell vergessen werden. Ne? Ja. Ach so, genau. Einmal das Mikrofon noch in die hinteren Reihen. Genau, ich komme mal hier schnell hin. Ah, da steht ein Kaffee. ich fand ganz spannend, genau, was Thomas hier gerade für eine Frage aufgemacht hatte und Armand, du bist darauf eingegangen. Du hast am Anfang gesagt, du hast als Berater BXT, ja, genau, so hieß es, Business Experience und Technical. Und dann hast du aber gesagt, in der Politik braucht es kein Design. Und Bettina hat gerade ganz gut klar gemacht, was ist unser USP, das ist die Kreativität. Ne? Wir können divergent denken. Wir haben divergente Prozesse. Das ist eine unserer größten Eigenheiten. Jetzt wäre für mich die Frage, brauchst du nicht in der Politik auch, also weil im Unternehmen hättest du ja auch nicht gesagt, eben hast du ganz klar gesagt, wir brauchen alle diese drei.
Ne? Wir lassen das X hier lassen wir jetzt nicht weg, auch weil ihr das demokratisch so entscheiden würdet, wir nehmen es mit rein, weil wir der Meinung sind, wir brauchen diese Vielfältigkeit. Wie könnte das denn in der Politik aussehen, dieses X reinzubringen? Ja, vielen Dank. Vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Ich glaube, wir brauchen schon das Kreative in der Politik, allerdings würde ich das nicht per Quote festmachen wollen. Kann ich gar nicht, sollte man auch nicht. Ne? Also der Weg, um mehr Kreative in die Politik zu haben, mehr Designer, Designerinnen zu haben, ist nämlich, wie das für alle anderen auch funktioniert. Über die Möglichkeit, selbst zu kandidieren oder über die Möglichkeit, eine Interessengruppe zu haben und so weiter und so fort. Es kann keinen Sonderweg geben. Ja, deswegen, ich appelliere dran, ich würde mich freuen, wenn Sie sich mehr engagieren, sowohl als Partner in Form von Interessenvertretungen, in Form von mehr Druck, in Form von Demos oder auch selbst aktiv zu werden, in Form von Kandidaturen und selbst aktiv zu werden. Aber ich dachte, du meintest, ob wir eigentlich nicht eine Quote brauchen oder ob wir nicht sicherstellen können, dass mehr Kreative tatsächlich dann in die Politik landen. Und da habe ich gleich an Quote gedacht. Und das geht nicht. Und ich glaube, das meinst du wahrscheinlich auch nicht, wenn ich das sage. Oder? Ja, vielleicht, wenn es noch zur Klärung beiträgt, haben wir noch Thomas und dann gerne Matthias Wagnecker. Also ich komme jetzt doch nochmal dran, dann hätte ich mir die eine auch aufheben können. Ja, also ich fand das ganz spannend, gerade was der Philipp gesagt hat, dass wir ein divergentes Denken haben, was wir, die Bettina auch mit Kreativität beschrieben hatte, und ich kenne das so ein bisschen aus meinen Projekten, gerade mit NGOs, und ich kann mir das auch gut in der Politik vorstellen, dass das ein sehr, sehr spezialisiertes, konvergentes Denken. Glaubt ihr nicht? Also wie ich das normalerweise mache, wenn ich mal einen Workshop gebe, ist, dass ich Designern versuche beizubringen, mit denen zu diskutieren, so arbeiten Humanitäre, aber ich arbeite auch mit den Humanitären und sage, so denken Designer vielleicht und darauf müsstet ihr euch einlassen. Glaubt ihr nicht auch, dass da ein politischer Wille da sein müsste, vielleicht ein bisschen divergenter zu denken, sich vielleicht auch auf sowas einzulassen, dass da auch ein Bildungsprozess auf der professionellen Ebene noch weiter stattfinden muss? Also genau, ich glaube, und deswegen habe ich vorhin probiert, diesen Begriff der Politik so klar zu machen, weil ich glaube, ich habe manchmal das Gefühl, wir reden gerade von unterschiedlichen Dingen. Was ist politisch so? Und in der Parteipolitik, ne, also genau, in der Partei kann jede Person gehen. Das ist trotzdem sehr, also da gibt es krasse Barrieren. Das sind nochmal andere Prozesse, die wir in den Parteien selber bearbeiten müssen. Aber das kann jeder machen. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Punkt, den du gemacht hast. Aber also ich glaube, in jedem Team einer Bundestagsabgeordneten sitzt Minimum eine Person, die für den Bereich Social Media, Presse und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Das heißt, das ist eine Komponente von Design. So, für mich als Laie ist das erstmal Design. Ich habe heute gelernt, es sind ganz viel mehrere. Ja, es gibt hier unterschiedliche. Ich habe sie mitgenommen. Das wäre für die nächste Diskussion. So, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich sage, das ist auf jeden Fall schon mal drin. Dann gibt es den Verwaltungsapparat. Da hatten wir ja gerade schon gesagt, da muss auf jeden Fall auch mehr rein. Aber da muss generell einfach mehr Expertise, also mehr verschiedene Expertise rein. Deswegen finde ich die Frage so ein bisschen schwierig. Also ich verstehe nicht so ganz, also was dein Punkt ist, wo du sagst, wo sollen die Leute denn hin? Sollen die in Verwaltungsapparate? Sollen die in Parteipolitik? Sollen die in Kommunalpolitik? Sollen die sich an politischen Prozessen in Kommunalpolitik beteiligen? So, und ich glaube, ja, ich bin total dabei zu sagen, in jedem Bereich braucht es unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Art zu denken, unterschiedliche Herangehensweisen. Und das würde ich ja, so habe ich die Frage verstanden, das ist ja der Punkt, ja, den genau. Du eigentlich machen wolltest. Nein. Aber dann können wir vielleicht auch einfach später nochmal draußen quatschen. Punkt, genau. Aber dieser Punkt der Art, der Denkprozesse in Entscheidungs- und Verhandlungsprozessen zu implementieren, ist sicherlich ein Ansatz, der da auch drin steckte. Aber bevor wir da weiter diskutieren, machen wir jetzt gleich einen Schlusspunkt und ich würde gerne das Wort nochmal hier vorne an Matthias Wagnecker geben. Ich denke, einfach zur Seite. Ja, ich denke, dass es gar nicht so darum geht, jetzt als Designerin, Designer, ich bin es ja sowieso nicht, aber viele sind ja hier, in dem Sinne ein politisches Amt oder eine Aufgabe zu übernehmen, sondern in der Expertise, in dem Können, was und zwar geht es da ja hauptsächlich sozusagen um Prozesse, die geleistet werden können, an denen die man steuern kann, für bestimmte Anliegen in der Politik oder einer Politikerin, eines Politikers,
bestimmte Bilder zu entwickeln, in der Kommunikation mitzuhelfen, weil man das gelernt hat, weil man das kann. Dafür also sozusagen darauf angesprochen zu werden und mit engagiert zu werden. Ich glaube, das ist sozusagen der entscheidende, wichtige Punkt. Wenn wir zum Beispiel über das Haus der Demokratie sprechen, oder so, ne? Nicole hat ja da eine wirklich gigantische Studie vorgelegt. Da geht es ja auch genau dann um die Frage, wie soll das eigentlich aussehen? Was für eine Atmosphäre soll da entstehen? Ist es eher etwas Museales oder ist es etwas mit unmittelbarer Beteiligung, wo man sich direkt irgendwie aufhalten kann, wo man vielleicht lernt, was eigentlich demokratische Prozesse sein können oder was Demokratie ist? Wird es historisch oder nicht oder wie auch immer? Hat es etwas mit gelebter Demokratie und Öffentlichkeit zu tun und so? Genau da merkt man ja, es braucht im Grunde genommen Personen, die auch mit über sowas dann nachdenken, die auch die Expertise haben. Wie kann man überhaupt Atmosphären entstehen lassen? Was gehört da dazu? Wie geht das? Wie muss ein Raum gestaltet sein? Und dann ist es dann eben nicht nur vielleicht der Außenraum, sondern eben dann auch der Innenraum. Wir wissen ja, je nachdem, wie etwas gestaltet ist, entwickeln sich Gespräche gut oder nicht gut, kommt man zueinander oder kommt man es eben nicht. So, und das meine ich sozusagen mit also sozusagen auf Designerinnen und Designer zuzugehen, weil es da sehr viele gibt, die genau das können und sie genau damit einzubinden. Das heißt, wenn man über etwas spricht, ein Haus der Demokratie und so, dann eben wirklich sehr früh, du machst das ja und dir ist es ja auch immer aufgefallen und so, aber das ist ja nicht immer so, aber genau auf diese Expertise zu kommen und sie mit zu beanspruchen und mit herauszufordern. Ich glaube, das ist mit so die Forderung, die hier auch, glaube ich, ganz klar mit im Raum steht und stehen sollte und sich aus den Workshops auch mit ergeben hat, das, was hier geleistet werden kann, auch das abzurufen von Seiten der Politik. Ja, wunderbar, vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich vielleicht, also kurze Frage, wo ich vielleicht ansonsten hier nochmal einmal durchlaufen würde mit vielleicht der Frage, ist ein Gedanke entstanden, jetzt in der Diskussion, mit dem ihr rausgeht, den ihr vorher noch nicht hattet, als ihr hier reingekommen seid, und dann würden wir bei dir enden, Bettina, aber wir können auch bei dir anfangen und so rumgehen, das darfst du jetzt entscheiden. Super. Dann würde ich gerne anfangen. Ja. genau, anschließend daran finde ich es total spannend, Entschuldigung, finde ich es total spannend zu überlegen, ob es eine Option sein könnte, dass wir sagen, wir könnten mal klar machen, wo denn die Schnittstellen sind von Designern zur Politik und das als Forderung dann in den Raum stellen, das ganz konkret zu machen, uns selbst zu legitimieren, zu sagen, wo wollen wir denn genau da in den Dialog treten, wo sehen wir uns? Und das wäre meiner Meinung nach auch ein mögliches Ergebnis von dem, was wir hier erarbeitet haben. Mhm. Ja, vielen Dank. Dann geben wir einfach mal hier das Mikrofon nicht durch, aber genau. Gerne. Ich glaube, finde ich ein guter Vorschlag. Ich mag das, wenn es konkret wird. Und je mehr man, glaube ich, miteinander zusammenarbeitet oder miteinander kommuniziert, desto mehr entwickelt sich ja auch die gemeinsame Vision und desto konkreter werden dann hoffentlich die Ergebnisse. Ich will abschließend mich bedanken. Ich sage das nicht nur so, sondern das war wirklich ein schöner Termin, Samstagnachmittag, wo ich eine Menge gelernt habe. Das passiert auch, also ich lerne immer noch eine Menge, aber das passiert nicht so oft auf Podiumsdiskussion und würde einfach anbieten, dass ich natürlich in Zukunft auch noch zur Verfügung stehe, falls es solche Formate gibt, falls es auch andere Formate gibt. Kann auch von meiner Seite aus nochmal nachdenken, wo es Sinn machen würde, jemanden aus der Gruppe einzuladen. Also danke. Vielen Dank. Danach kann man eigentlich kaum noch was sagen. Nein, also Matthias Wagner-Kahrt, die Studie angesprochen, da stecken eine ganze Menge Ideen drin, Ideen, die jetzt eigentlich sozusagen aber Designerinnen und Designer bräuchten, die sich einfach mal angucken könnten und sie sich aneignen könnten und natürlich auch nochmal komplett verändern. Ja? Sie liegt ganz nebenbei bemerkt. Also, weil ich bei so einer Studie merkt man sehr genau dann auch die Grenzen, die man natürlich selber hat mit dem, was man kann. Und sieht dann sozusagen, jetzt bräuchte ich eigentlich den Gesprächspartner, jetzt bräuchte ich jemanden, ne, der oder die das mit mir jetzt weitertreibt. Und so könnte man das machen. Ich möchte dann aufs Netzwerk Paulskirche hinweisen. Es gibt momentan von Seiten der Stadt Fördergelder
für Projekte, die dann im Run-up zum Paulskirchenjubiläum im nächsten Jahr und dann für die Tage der Demokratie beim Paulskirchenjubiläum und dann auch noch im Run-out nach dem Paulskirchenjubiläum da sind, die, um die man sich momentan bewerben kann mit konkreten Projekten. Also da ist jetzt sozusagen Gelegenheit da, auch Geld da und da tatsächlich, ich würde behaupten, relativ barrierefrei natürlich nicht, sonst wäre das ein Problem, aber zumindest so, dass es relativ gut möglich ist, daran zu kommen. Und von daher würde ich einfach einladen, das sich doch mal anzugucken und zu schauen, ob man da nicht Lust hätte, was zu machen. Ja, ich würde auch ein fettes Dank an den Anfang setzen und ich habe heute wieder extrem viel gelernt und nochmal neue Perspektiven mitgenommen und das erfreut mich auch immer sehr, vor allen Dingen nach diesen vielen Zahlen und deprimierenden Momenten in den letzten Monaten in Bezug auf Zahlen. Genau, und ich würde auf jeden Fall, also mich natürlich auch bei dem Angebot von Amor anschließen und vielleicht können wir das auch einfach zusammen machen, so wenn ihr auch Lust habt, mal über Sachen zu diskutieren, wenn ihr Papiere habt, so, dann können wir das total gerne auch, glaube auch mit der Wissenschaft gemeinsam nochmal diskutieren. Ich glaube, dafür habe ich auch immer sehr gerne sehr viel Zeit. Und ich glaube, was ich nochmal wichtig finde, ja, an die musste ich auch sofort denken. Im August hat mein Team gesagt, soll ich die schreiben. Mal gucken. Genau, und ich würde aber vielleicht nochmal so einen kleinen Appell mitgeben, weil ich häufig das Gefühl habe, dass man, also ich habe manchmal das Gefühl, ich renne gegen Wände. Und ich glaube, das, was ihr hier gemeinsam diese zwei Tage geschaffen habt, ist genau das, was wir brauchen und es ist, also ich habe eine Vision von Welt im Kopf. Ich habe nicht einfach kandidiert, weil ich es cool finde, Politikerin zu sein. Ich wollte das eigentlich nie werden und jetzt bin ich es doch geworden und ich bin es geworden, weil ich gemerkt habe, dass wir Menschen in unterschiedlichen Bereichen brauchen, die Bock haben auf Veränderung und zwar nicht nur davon reden, sondern die auch mitgestalten wollen, die mitgestalten wollen in Studien, in Häusern der Demokratie, die aber auch mitgestalten wollen im öffentlichen Raum. Und ich glaube, dass wenn wir es schaffen, ich begreife mich als Parteipolitikerin als ein Mini-Rad von politischer Veränderung und wenn wir es schaffen, politische Bildung, Wissenschaft, Design und ganz viele andere Dinge miteinander zu denken und uns selbst auch immer wieder als Teil eines Zahnrädchen von Veränderung zu begreifen, dann schaffen wir es am Schluss eben auch, politische Veränderungen hinzubekommen. Und ich glaube, das können wir nur gemeinsam und deswegen fand ich es total schön, dass wir heute am Schluss noch so einen Diskursraum hatten. Und auch, wir hatten es vorhin, wir stehen vor vielen Krisen, aber diese Krisen sind auch, so schrecklich sie sind und so hart sie sind, für mich, und vielleicht muss ich das auch so sehen, sonst würde ich den Kopf in den Sand stecken, die Chance, dass wir Dinge gestalten und verändern, weil es sind Möglichkeitsräume da und ich lade euch ein, uns auch immer in die Mangel zu nehmen, euch an uns festzubeißen und nicht nachzugeben. Ich habe große Bock darauf, in 10 Jahren auf jeden Fall in einer anderen Welt zu sein. Wir haben echt einiges zu meistern und ich habe auf jeden Fall Lust. Ja, nach so einer flammenden Rede, nur sozusagen von meiner Seite. Also wir haben heute von USP gesprochen, das ist von mir fast neue, zu neoliberale Sprech, aber trotzdem würde ich das sagen. Einmal die Gruppe, was ist die USP von der Designer, also sozusagen was ihr könnt und was ihr auch bringt mit euch. Und zweitens die USP für diejenigen, mit denen ich normalerweise arbeite und sie sind auch hier zum Haufen, die für eine Sache kämpfen, die sozusagen für ihre Werte, für eine bessere Gesellschaft. Und die Schnittmenge, die zwei Gruppen, hat unglaublich viel Potenzial und das nehme ich heute mit. So, du zum Abschluss. Ne? Ja. Also ich fand auf jeden Fall die Diskussion nochmal spannend, warum Designerinnen und Designer demokratische Prozesse nicht als Super-Experten umgehen dürfen, weil wir dann eben, und das habe ich mitgenommen, das Wort aus der Krisenkommunikationsgruppe, eben keine Lösungstools sind, sondern dann auch nur Menschen. Aber genau darin liegt ja auch dann das Potenzial, dass wir eben doch alle politische Subjekte sein könnten,
die mit dem, was wir können, uns einbringen können und durch Design dann auch einen Beitrag leisten können. Und was ich als Aufgabe auch noch vor allem mitnehme, ist, dass solche Formate mehr passieren müssen, dass der DDC da auf jeden Fall eine Aufgabe drin hat, diese Dialogformate mit der Politik vielleicht auch selber zu schaffen. Wenn es die offensichtlich noch nicht genug gibt, dann müssen wir die gestalten, ganz klar. Ja, dann bleibt uns nur, das alles aufzugreifen und weiterzumachen. Genau, und Hinweise zu geben auf die nächsten Formate, die gekommen, nämlich im Rahmen von World Design Capital passiert natürlich auch noch ganz viel. Da könnt ihr euch die Homepage angucken, designfrm.de oder andersrum. Designfrm.de. Für den DDC oder für dieses Format geht es jetzt natürlich, also die Arbeit geht jetzt natürlich erst los, die Zusammensammeln der Ergebnisse, was wird dann daraus? Tatsächlich geht es aber in dem Diskurs, in der Diskussion weiter am Hessischen Kreativwirtschaftstag, werden Elisabeth Budde und ich mit der Wirtschaftsdezernentin Steffi Wüst über heute sprechen. Also da schon haben wir konkretes Datum im Juni, wo bevorsteht, dass wir da irgendwie auch nochmal mit der Politik konkret in Kontakt treten werden. Was sowieso die ganze Zeit weitergeht, und ich habe es mir ja aufgeschrieben, ist unser Diskurs, unser designinterner Diskurs, der aber auch genau das tut, diese Blase zu durchbrechen, nämlich mit dem DDCast. Die aktuelle Folge 83 mit Anatoly Skatschkov, ein russischer Filmemacher, der aus der Ukraine geflohen ist, ist gerade rausgekommen. Man muss immer aus Liebe handeln, heißt diese Folge. Also auch dieser Diskurs geht kontinuierlich weiter, und vielleicht auch ein kleiner Hörtipp an die Podiumsteilnehmerinnen. Und sowieso, genau, die Formate, wir hoffen, wir erreichen euch dann auch alle nochmal, an die ihr teilgenommen habt, und kriegen euch dazu, dann an weiteren Formaten teilzunehmen. Das war schon das, was ich ansagen wollte. Ja, dann ganz herzlichen Dank an alle für diese wunderbaren 2 Tage. Ich fand es auch sehr spannend, konstruktiv, inspirierend, und ich denke, wir machen so in diesem Sinne weiter, und ich freue mich auf alle weiteren Diskussionen und Begegnungen, weil die hatten hier ja auch Raum, und das ist, glaube ich, auch wichtig im Sinne von sozialem Miteinander. Zeit fürs Netzwerken, aber auch Zeit, die wir miteinander geteilt haben. Dass wir diese Zeit haben, müssen wir natürlich aber auch noch Danke sagen dafür, dass wir diese Zeit bekommen haben, nämlich dem Kulturfonds Rhein-Main dafür danken, dass sie das hier möglich gemacht haben, dass sie das bezahlt haben, auch ein Thema, was sie heute gesprochen haben, und dann eben auch die Stadt Frankfurt, das Projektbüro, dass sie das auch mitgetragen haben. Also nochmal Danke an unsere Förderin. Und ein schönes Wochenende euch allen. Thank you.